Hallo, na. Moin, Freunde, was geht da ab? Dreh dich mal. So, ich soll mich drehen? Ja. Warum? Weil wir in Hamburg sind, die Stars. Weil wir in Hamburg sind. Artikel 13. Guck mal hier, Leute, hier. Zack. Zack. Wir sind gerade bei der Artikel 13 Demo. Ja. Die Bots sind also unterwegs. Also, muss absolut aufpassen, wo ich hingehe. Also, das ist so ein paar hier. Vielleicht hört man das auch sogar, ne? Also, hier ist einiges los. Dezent, dezent. Ich denke mal, die sind alle jetzt hier, weil sie Pornhub für einen Tag gesperrt haben. Ja, oder so. Da wurde es richtig ernst, deswegen sind sie jetzt alle auf der Straße. Ja, das sind auch übrigens die Leute hier alle auf der Gamescom. Das ist ungefähr genauso voll. Ja. Vergleichbar. Ja. Und würde ich sagen, wir zeigen noch ein paar weitere Impressionen und sehen es vielleicht nachher nochmal. Impression? Killer, Killer. Okay. Machst du das auch im Kanal auf? Nee, besser gefunden. Hallo. Beobachtet. Guck mal hier. Das ist doch mal eine Stadtrundfahrt, oder? Kriegst du was geboten hier? Stadtrundfahrt! Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, aber da hinten irgendwo fängt die Schlange an. Und, ja, keine Ahnung, wo die aufhört, aber... Frank, jetzt stell dir mal vor, ja. Du stehst hier, willst nur mal schnell Essen holen, was du bestellt hast, musst kurz an der Ampel warten. Du willst ja einfach nur mal eben kurz in die Stadt, ne? Nur mal eben kurz anhalten hier. Kommst von Eck? Ja. Ich weiß zwar nicht, wo Eck ist, aber kommst denkst, aus Eck? Oder denkst du, oh, eben, Bruder, noch mal eben schnell zur Tankstelle, das wird knapp, mal ich fahr mal eben los. Tippen holen. Ja. Gut, dass heute keine Bundesliga ist, haben die meisten nicht wahrscheinlich auch wieder. Ja. Da ist in Hamburg nicht so viel los. So, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte von diesem Weg, den ich vorhin gezeigt habe. Wenn man jetzt guckt, da hinten laufen sie immer noch. Also wir sind quasi, ich weiß gar nicht, sind wir mittig, Frank? Sind wir mittig vom Mob? Der Bot-Mob? Holen Sie Glasflaschen. Alter, Frank, ich mach Insta-Story, du redest von Glasflaschen. Was? Nein. Ja. Kann bist du gefährlich, sein. Ja? Ja. Ja, ja. Ich sag nur Socke. Dieser Moment, wenn man mitten auf einer Demo ist und die Frau des Hauses erstmal eine schnelle Bratwurst will. Was sagst du dazu, Frank? Hunger! Alles klar, Frank hat auch Hunger, okay. Ja, ja, also wir laufen hier immer noch fleißig. Hier an der drehenden Säule. Wir müssen uns auch stärken, deswegen auch erstmal Pause. Ne? So viel zu viel hier los hier. Sonderwetter. Die Bots von Google. Google Zukunftswerkstatt.
Hier, das ist die PR-Agentur, Frank, ja. Wovon Moni gesprochen hat. Von Moni, genau. Moni hat eine Ahnung. Die Fake-IT-Kampagne. Ja, der große Konzern, ne? Google, ja. Was bist du? Ja. Wir sehen uns auch. Was für ein Was bist du? Ja. Ey, Frank. Keine Ahnung. Wir haben ihn ignoriert. Was für ein 31er Junge. Ah. Ey, Frank. Ey, Marv. Ja. Was? Wir sind jetzt auf dem Weg zur Europapassage, weil wegen zu so voll und müde Beine und so. Und wurde, glaube ich, eh jetzt bald beendet, ne? Irgendwie haben die was gesagt. Ja. Was mit? Hab, ne? Nee, Bruder, was los? Bruder, was los, genau. Digga. Auf jeden Fall mit Glück, mit ganz viel Glück, treffen wir gleich noch den Flo, der Flo noch. Den Ehrenbruder. Den Ehrenbruder, zum ersten Mal in Real Life. So, mal in gucken. Real Life? In ja, Real Life. Mal gucken, ob das klappt. Eigentlich wollten wir uns dort treffen, aber der ist schon durchgezogen zur Europapassage. Mal gucken, was da... Aber wir müssen hier ist viel los hier. Genau, wir gehen jetzt mal hin und dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir Glück. Wir waren ja zu viert, aber die anderen haben sich dann einfach abgekapselt. Ja, wie es so ist. Ne? Ja. So Leute, wir haben ihn wirklich gefunden. Und ist er das? Ist er das wirklich? Ich werde gezwungen, ich bin nicht freiwillig. Ja, ja, genau. Deswegen steht er auch zwischen uns. Alles freiwillig. Belichtung ist wieder on point hier. Ja. Perfekt. Ja. Einstellung mal, dann haben wir den besten Platz ausgewählt. Das war hier spontan. Eigentlich wollte ich nur auf Toilette, weißt du, wie es ist. Ne? Stimmt, die Kinderblase. Ja. Na, man kennt den, Digga. Ich habe auch Kinderblase. Ja. Ja, siehst du. Flo, wie hast du die gefunden, die Demo? War gut, oder? Ey, war echt gut. Also Real Talk, mehr Leute als ich dachte. Und ja. Hab mit echt ganz wenig gerechnet tatsächlich. Ja, ja. Aber das war, Alter. Viele am Start, nicht nur junge Leute, auch echt ältere. Das stimmt. Ich habe ein Schild gesehen, ich bin Ü40 und muss jetzt auch noch auf die Straße deswegen. Ja, auf jeden Fall. Also, es waren echt viel mehr Leute, als ich dachte. Krass, Mann. Richtig geil. Ja. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall, ja. Und es ist das erste Mal, dass wir uns jetzt in Real Life sehen. Ich meine, wie lange kennen wir oder haben wir jetzt schon Kontakt, sag ich mal? Ja, ja. Ungefähr, oder? Ja, ein bisschen mehr als ein Jahr. Irgendwie so, ne? Das Schlimme ist, wir wohnen nicht mal weit auseinander. Ja, das ist schlimm. Das ist echt so, ey. Aber fresh, ey. War nice, dich mal jetzt in Real Life zu sehen, ne? Wie du schon gesagt hast, mal zu berühren. Würde ich gerne wieder gehen, kann ich nicht, aber... Ja, ist okay. Der war echt drüber. Das müssen wir jetzt aber. Ich denke auch. Vielleicht kommt noch das ein oder andere Mal, ne? Gerne. Vielleicht stalken wir ihn auch mal oder so und besuchen ihn mal oder so. Keine Ahnung. Wir haben ihn jetzt, ja. Dann können wir so kleine Wanzen anbringen. Naja. Ja, ja, ja. Vielleicht hat er das auch schon gemacht. Ja, Freunde, wir verabschieden uns, würde ich sagen, halt die Haare. Lasse wen? Ehre. Ehre.